Hätte ich einfach mal durchgezogen, Alter. Hätte ich einfach mal durchgezogen. Aber so ist das Leben, ne? So ist das Leben. Man macht Fehler, man lernt dazu. Man wird besser. Ich fühle mich gut heute. Seitdem ich angefangen habe zu frühstücken, vor dem Training, habe ich mehr Kraft. Ich wusste nie wirklich, wie ich meine Kraft, so meine Energielevel richtig einzuteilen habe. Ich habe immer gedacht, wenn ich abnehme, ist okay, einfach Frühstück zu skippen. Ja, aber nicht immer. Nicht immer, vor allem nicht, wenn ihr lange trainiert. Weil ich habe jetzt mittlerweile sehr lange Trainingssessions. Die gehen mindestens immer 2 Stunden. Deswegen ist es klug, vorher mal einen kleinen Happen zu essen. Schlagt euch nicht so den Bauch voll, dass ihr keinen Bock mehr habt, aber esst wenigstens etwas, wenn ihr wisst, ihr trainiert lange. Oder während des Trainings was Kleines, Obst, Gemüse. Okay, vielleicht kein Gemüse, aber Obst. Obst hilft sehr. Ah. Heute war wieder so ein Tag. Weißt du, Mohammed? Heute war wieder so ein Tag. Ich bin aufgestanden und ich hatte einfach keinen Bock aufs Training. Aber da muss man durch. Da muss man durch. Ich bin ein bisschen klein, deswegen muss ich immer springen, um an die Stange zu kommen. Appa! Und Bismillah. Da wollte ich noch ein bisschen kratzen. Da wollte ich noch ein paar Zentimeter rausholen. Ist nicht so leicht, wisst ihr? Jeden Tag sich immer daran zu erinnern, warum man alles geben muss. Ist nicht so leicht. Und manchmal kommen so Tage, wo du keinen Bock mehr hast auf alles. Es kommen so Tage, wo du dir denkst, scheiße auf alles. Ich brauche nichts zu machen, ich will auch gar nichts machen. Aber das stimmt nicht und du weißt das. Du weißt das. Du musst etwas machen. Du musst einen Sinn haben, warum du überhaupt existierst. Abgesehen von dem höheren Sinn, brauchst du einen Sinn, hier weiterzumachen. Und auch wenn alle Hoffnung nicht mehr da ist, gib trotzdem dein Bestes. Gib trotzdem dein Bestes. Du musst das, worauf du am wenigsten Lust hast, so tun, als ob du es liebst zu machen. Egal, wie es dir geht. Egal, wie es dir geht. Glaubt ihr wirklich, ich habe Bock, diese Klimmzüge hier zu machen? Glaubt ihr wirklich, ich stehe hier, weil ich mir denke, geil. Glaubst du, ich bin heute Morgen aufgestanden und hab mir gedacht, geil, Klimmzüge. Geil, heute wird mein Bizeps zerschmettert. Geil, heute habe ich Schmerzen an meinem Rücken. Nein. Aber trotzdem bin ich hier. Und du musst da sein, wo du sein musst. Auch wenn es das ist, was du am wenigsten tun willst. Ah. Na klar. Kein Problem. Appa! Ah! Come on. Du musst dein Bestes geben. Auch wenn dein Bestes nicht reicht, gib dein Bestes. Irgendwann wird es reichen. Ich verstehe nicht, warum man so viel Pause zwischen den Sätzen macht. Also okay, ich weiß warum. Aber ich verstehe nicht, warum man das freiwillig macht. Ich habe immer das Gefühl, ich werde richtig schnell kalt, wenn ich zu lange Pausen mache. Nehmt eure Pause so, dass ihr genug Zeit habt, euer Bestes zu geben. Aber lasst euch nicht zu lange Zeit, sodass ihr kalt werdet, weil dann könnt ihr auch nicht euer Bestes geben. Es gibt so ein 30-Sekunden-Intervall, würde ich sagen, wo dein Körper sich denkt, okay, kick nochmal. Gib mir noch mal mehr. Und man spürt es. Ich kann es nicht beschreiben, aber das ist so diese leichte Wärme. Wenn ich es beschreiben könnte, würde ich sagen, das ist so diese Hemmschwelle von eurem Puls, wo euer Puls zwischen 110 und 130 ist, ungefähr. Niemals unter diesen Puls kommen. Das ist so mein Richtwert. Embrace the pain. Ihr müsst diesen Schmerz anstreben. Es ist scheiße, ich weiß. Und es brennt und es ist kacke. Und du willst nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und die ganze Welt will nicht mehr. Und niemand hat Bock.
Aber in einer Welt voller Loser musst du die Person sein, die aufsteht. Musst du die Person sein, die sich sagt, egal was ist, ich zieh die Scheiße jetzt durch, egal was kommt. Du musst diese eine Person sein, weil es niemand anderes ist. Guck dir dein Umfeld doch mal an. Mit wie vielen Lappen umgibst du dich? Sei ehrlich zu dir selbst. Kein Bullshit-Talk, kein, ja, aber sind meine Freunde, ja, aber dies, das. Frag dich mal wirklich selbst, mit was für Leuten du abhängst. Ladies and Gentlemen, macht euch einen Plan. Egal wann, egal wo, egal bei was ihr zu erledigen habt. Macht euch einen Plan, unbedingt. Bei allem, was ihr tut. Sei es zu Hause aufräumen, sei es eure Hausaufgaben, sei es die Wäsche, die ihr aufhängen müsst, sei es der Geschirrspüler, den ihr ausräumen müsst, sei es selbst beim, sagen wir zocken, selbst wenn du zockst, mach dir einen Plan fürs Zocken. Es klingt jetzt so dumm, ich weiß, aber vertrau mir, Pläne werden dein Leben verändern. Pläne werden dein Leben verändern. Und speicher dir die Pläne irgendwo ab, dass du sie immer wieder abrufen kannst, auch wenn es gestern, vorgestern, vor 3 Jahren war. Weil dann kannst du dich mit deinem früheren Ich immer vergleichen. Du kannst dann sehen, was du an einem Tag, wo du vielleicht nicht so viel Lust hattest, hinbekommen hast. Und das wird dich motivieren, mehr zu machen als an dem Tag. Oder du siehst an einem Tag, wo du richtig Gas gegeben hast. Und du weißt jetzt vielleicht zu der Tag, ah, kein Bock. Dann wirst du dich daran orientieren und dir denken, ich bin mal besser gewesen. Ich habe mal mehr geschafft. Und dann wirst du auch mehr schaffen. Guck mal, ich habe jetzt Pull-Ups gemacht, 3 Sets. Und dann Lat, Pull-Downs. Ich habe jetzt hier so ein, ich glaube, von Amazon bestellt. 10 Euro, 7 Euro Fitness-Logbuch. Sieht man das? Fitness-Logbuch. Ich kann einfach zurückblättern und sehen, wie viel ich die letzten Male alles gedrückt habe. Alles, was ich eingetragen habe. Und dann kann ich mich damit vergleichen. Dann habe ich einen Orientierungspunkt. Macht euch Pläne. Trainier hart, iss gut, schlaf gut und guck, wie sich dein Leben verändern wird. Oh shit, man. Da habe ich kurz ein paar Sterne gesehen. Aber das passiert mir immer nur, wenn ich falsch atme. Wenn ich zu lange ins Pressatmen gehe, wenn ich so beim Bankdrücken bei mir voll auf so. Sind ein paar Zellen gestorben. Ist nur ein kleines Opfer. Spaß. Übertreibt nicht. Ihr sollt hart trainieren. Nee, wisst ihr was? Trainiert, gibt alles. Real Talk. Ich bin nicht hier, um euch wie jeder 0815-Influencer zu sagen, passt auf. Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Digga, mach dein Ding. Geh ins Training, gib alles fertig. Von mir werdet ihr nichts anderes hören. Ich bin auch nicht der Typ, der euch sagt, ja, mach das so. Dann hast du eine optimalere Kontraktion, mach das, dann hast du eine optimalere exzentrische Bewegung. Ist nicht mein Ding. Geh ins Training, trainier hart, wird sich auszahlen. Ende der Diskussion.